Hey Leute, der Winter neigt sich dem Ende zu hier bei Founders Fortune. Weiter geht's. Da stand gerade letzter Tag des Winters. Ich hätte gedacht, der dauert länger. Meine Güte. Ja, Kühe, bald seid ihr dran. Ihr werdet geschubst. Und dann werdet ihr Steaks. Lecker Schmecker. Njam, 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 njam. Oh, guck mal, ich kann auch Stoff machen. Ich dachte, wir hätten keine Baumwolle mehr. Sehr gut. Dann können wir jetzt das andere Bettchen machen. Müll. Nein, mein Bett. Ja, genau. Kinderbett. Ach, wie? Nee, sag nicht, die kriegen Kinder. Ach, ist immer noch zu wenig Stoff. Ah, schade. Okay, der ist am... Bens langes Leben neigt sich dem Ende zu. Nein, das kann nicht sein. Ben, wie alt bist du denn? Ben, nein. Ben Fischer. Gott sei Dank habe ich ihm keinen anderen Namen gegeben. Das wäre jetzt, der wäre jetzt tot. Keine Effekte. Ach, hier. Er wird in 0,9 Tagen sterben. Lol. Alter, die leben ja gar nicht so lange. Mein Gott. Hättet ihr euch mal besser ernährt? Meine Güte. Oder hättet ihr nicht alles umtreten wollen? Oder mit Handflächen, töten. Wir haben auch gar keine Frau, ne? Meine Güte. Oh, Alter, wir haben 400 Holz. Ben! Mhm. Lass gut sein. Wir müssen noch ein Holzlager bauen. Machen wir hier hin. Sieht bestimmt ganz nett aus. Überall so ein Holzlager. Platz ist belegt. Auch da, wir haben schon ein paar Holzlager gebaut. Dann machen wir halt noch ein paar. Man kann nie genug Holzlager haben. Ich sehe jetzt auch keinen Sinn darin, irgendwie noch mehr Häuser zu bauen, weil wir haben einfach nicht genug Leute. Macht sich sicher in deinem Zuhause. Ich könnte die Truhen hier vorbauen. Ich glaube, es gibt Komfort, ne? Komfort? Ja, blöd, das mit dem... Guck mal, kannst du nicht Baumwolle machen? Ja. Weben? Nee, kann er nicht. Essbares rohes Essen essen. Bäume fällen. Sein Sinn des Lebens. Wir müssen überall ein paar Bänke hinmachen. Wie gesagt, das Nahrungslager muss auf jeden Fall irgendwie die Mitte, ein Zentrum an so einem Lagerfeuer. Da sind dann Bänke drumherum. Und, Tische zum Essen und so Standardsachen halt. Oh, Mann, ey, mein Händler ist angekommen. Nee, okay. Wir brauchen neue Bewohner. Was ist denn hier los? Kommt schon. Wollt ihr hier nicht wohnen? Es ist wunderschön hier. Treppenwände? Nein, halt, warte. Ich will mal gerade was überprüfen. Leben. Hier, Leuchtfeuer. Ein helles Feuer. Weit in die Ferne ausgemacht. Kann potenziell neue Kolonisten anlocken. Es sei auch... Es zieht auch Händler an. Komm, wir heben mal ein Grab aus. Mit hölzernem Kreuz, ja? Machen wir mal, mit Blick aufs Meer. Machen wir schon mal drei Stück. Ich meine, es kann ja sein, dass die jetzt alle sterben im Winter oder so. Okay. Wer hat denn... Wer, nicht genug Stoff. Stand doch da. Niedergeschlagenheit. Der ist halt Winter. Guck mal. Oh, schade. Es ist jetzt Frühling. Es schneit aber noch. Wir warten mal kurz. Das klart jetzt bestimmt auch, wenn wir langsam laufen lassen. Okay, jetzt müssen wir direkt mal pflücken, obwohl wir haben 120 Essen. Ja. Ja. Wir brauchen Baumwolle für noch ein Bett. Sammle Baumwolle. So. Jupp. Oliver? Ja. Hat Oliver gerade gegen den Felsen getreten? Aber er hat doch eine Waffe, wollte ich schon sagen. Er ist doch bewaffnet. Kristalle sind voll. Niedergeschlagenheit. Was forschen wir denn als nächstes? Ja, ich will halt gerade schnell machen. Weil irgendwie finde ich, dass wir neue Bewohner brauchen. Sehr dringend. Ich will jetzt mal hier in die Pötte kommen. Ihr blöden Trudel. Wo ist eigentlich die Musik? Oder wunderschöne. Was hilft das ja, wenn man so an- und ausmacht? Guck mal, es sieht schon aus, als wenn da schon jemand begraben wäre. Ja.
Yep. Stirbt der Stimmung. Ja. Am Verhungern, wie kann das sein? Es kann keiner kochen, ne? Ben ist tot. Schwache Gesundheit. Ja. Aber er ist nicht am Verhungern. Er war nicht am Verhungern. Ah, nee, ja, stimmt. Ja. Scheibenkleister. Okay, warte mal. Wir holen hier oben die Äpfel. Und Oliver, du holst die Äpfel hier. Oder du isst direkt die Äpfel. Die hier. Los geht's. Ja, scheiße, wir haben Fleisch, aber das bringt uns alles gar nichts. Mal gucken, wie lange er das durchmacht jetzt hier noch. Oliver, ja. Geh ruhig. Was? Ich weiß auch nicht. Du hast Medizin geholt, ne? Hoffnungslosigkeit. Du gehst auch jetzt zu einem Apfelbaum. Keine Sorge. Nein, du Trottel! Du bist am Verhungern. Sollst zum blöden Apfelbaum gehen? Och, das gibt's doch nicht. Jetzt geht er pennen. Sammel den scheiß Apfel. So, jetzt hast du 3 Äpfel. Hört an wie so ein Test, ne? 3 Äpfel hat er. Geh tanzen, genau. Und jetzt gehst du essen, bevor du pennen gehst. Weil sonst wachst du nie wieder auf. Oh, Kolonistenerwartungen erfüllt. Ach nee, das ist nicht. Ich dachte, wir kriegen neue Kolonisten oder so. Nö. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Niedergeschlagenheit. Ja, ich glaube, wir sterben. Das gesehen? Was war das? Ja, Ben ist tot. Mario, kannst du mal... Mario ist noch beschäftigt. Wir brauchen jetzt eigentlich das nächste Bett nicht mehr bauen. Das ist doch ganz gut jetzt. Was steht da? Fauler Tag. Was steht da für ein... Was braucht er für ein Dingens? Ja. Besitzt einen Schlafplatz. Ach so. Ja, der Dings ist ja tot. Ja. Mario, ist jetzt erstmal... Guck mal, sind schon Fliegen dran am Ben. Okay, Ausrüstung entfernen. Ben, du kriegst jetzt ein schönes Grab. Dann haben wir einen Hungertypen weniger. Begraben. Ja, erstmal schlafen gehen neben der Leiche. Mein Gott, die Typen... Guck mal. Der Ben, du hast uns treu gedient. Oh, Holzfäller Ben. Na toll, ja, ich weiß, das macht niedergeschlagen und so. Geh doch mal mit Oliver quatschen. Nicht erschlagen, ich will mich ja nicht... Das ist direkt daneben, guck mal hier so. Ah, reden. Oh, erschlagen. Nein, nicht erschlagen. Riskanter Witz. Kämpfen, beleidigen, entschuldigen. Reden. Blablabla, blablabla, bla, bla. Das macht doch bestimmt 6 Minuten. Achso, da können wir jetzt nichts mehr dran machen. Hoffnungslosigkeit. Beziehung Kumpel. Ah, aber ihr könnt keine Kinder machen, oder? Ich hoffe, das ist kein Problem. Belohnung ein Punkt, Belohnung ein Punkt. Überlebt. Ich habe den ersten wieder... Das ist ein Achievement und ich habe es beim ersten Mal geschafft. Schlafen, schlafen. Sehr gut. Wie süß, die beiden. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann noch einen neuen Kolonisten. Ich meine... Es sind immer noch 2. Oliver und Mario. Ja. Ist noch 4 Minuten beleidigt. Ja, wir haben keinen Koch. Wie lernen wir denn kochen? Bauernwirtschaft, ne? Jetzt können wir eigentlich mal Tomaten säen. Der Mario, warte mal, er war doch unser... Warte mal, ich muss jetzt gerade nochmal gucken. Förster, gelehrter Bauer. Stufe 0, 0 Punkte. Nein, das war der andere, ne? Oh nein. 0 Punkte. Okay, Oliver, du wirst jetzt unser Bauer. Tomaten säen. Ich glaube, er ist doch unser Bauer. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Ne, Fortschritt zum nächsten. Er ist doch der Bauer, siehst du? Mein Gott, ich komme mit den ganzen Typen immer durcheinander. Die gucken alle gleich creepy. Kartoffeln. Okay, warte mal. Was können wir noch irgendwas Neues sehen? Nee. Okay. Werde zum Gelehrten. Du machst jetzt Kristallanalysieren, weil alles andere brauchen wir gerade nicht. Oliver hat keinen Bock mehr. Oliver geht Tomaten säen. Ist mir scheißegal, Oliver. Du machst das jetzt. Du wirst jetzt ein Level aufsteigen, damit du Fleisch kochen kannst, damit ihr nicht verhungert. Ist mir egal, ob du keinen Bock hast, du wirst das jetzt tun. Mann, ey. Und jetzt höre ich endlich wieder Musik. Nörgel mal. Ein Wunder.
Niedergeschlagenheit. Jupp. Jupp. Komm, noch eine Minute, so lange kannst du noch sehen. Nee, nicht dahin gehen. Ah, kann mich auch wegmachen, sehr gut. Wie viele haben wir jetzt? 77, war das nicht gerade bei 84 oder war ich bei 64? Da, 7. Oh, der 20. Genau, ruh dich aus. Hunger hat er. Genau, ess ein paar Äpfel. Ich finde das super schön, ne? Also das Spiel ist tatsächlich echt cool. Burnout! Wer denn? Ach, Mario, das ist egal. Der Mario kann ruhig einen Burnout haben. Obstsalat, Apfelstrudel, Kürbiseintopf, mordlustig. Ne, da brauchen wir gar nichts. Ja, geh nochmal pennen. Geh doch noch fünfmal pennen. Ganz ruhig, Gusfraber. Gusfraber. Ich habe gehört, man braucht Äpfelbäume, um zu überleben am Anfang. Anscheinend, also direkt neben dem Spawn, anscheinend geht das auch ohne. Es ist aber oft so, wenn ich Spiele spiele, ne? Das meine ich jetzt nicht böse, wenn der den Vorschlag gemacht hat. Oh, Migranten sind angekommen! Oh, ist das eine Frau? Nee, sag nicht, das ist eine Oma. Oh. Mann, hoffentlich ist die noch fähig, hier zu breeden. Wir müssen uns ja vermehren. Auf alten Schiffen lernt man segeln. Wie geht das denn jetzt? Ach so, reden. Yep. Komm, Mr. Burnout. So, komm mit so einer hotten... hotten Reifen... Reifenfrau. Hm, das ist aber jetzt seltsam. Vielleicht kann ich gar nicht... Ja. Aha. Reden. Keinen riskanten Witz, bitte. Bla, 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 bla. Ist wie bei Sims. Einfach in Schlange. Reden, reden, reden. Machen wir direkt Migranten akzeptieren. Komm jetzt, komm, bevor die wieder geht. Nadine! Was kann Nadine? Sag jetzt, wehe, die kann kochen. Bauarbeiten. Bauen kann sie, alles andere nicht. Okay. Nadine, du machst... keine Ahnung. Du bist jetzt Gelehrter. Mario bleibt... ist Burnout. Mario ist Burnout. Der Mann hier ist bei... 92 Punkten, das reicht aber nicht, leider. Ich könnte aber noch mehr Tomaten anpflanzen. Wir machen einfach noch mehr Tomaten. Was soll's? Er soll zu tun haben. Wir machen einfach noch mehr Tomaten. Tomatenma. Guck mal hier. Nee, das geht nicht, schade. Tomatenma im Einsatz. Warum geht denn das jetzt alles nicht? Machen wir mal hier. Das ist doch scheiße. Warte mal. Das sollte reichen, oder? Mhm. Schneiderei erforscht. Meine Güte, anscheinend kann sie das. Oder es war schon so gut wie erforscht, aber... Schneiderei. So, Bewässerung. Dekoration, Steinmetzerei. Ach, ich hab immer Bewässerung. Das klingt nach was Nützlichem. Ja. Oliver, das sollst du doch machen. 93. So, jetzt kannst du direkt Tomaten säen. Hör auf irgendwas... Oh, Beziehung Bekannter. Guck mal, die reden auch miteinander jetzt. Was ist denn jetzt los? Hey, alle schmeißen sich an die Frauen an. Wie lange lebt die denn noch? Lohnt sich das überhaupt noch? Guck mal, die lebt nur noch 23 Tage. Mhm. Am besten der Mario, der ist der schneidigste von allen. Aber der hat auch eine scheiß Stimmung. Aber noch 5 Minuten. Er hat gerade freiwillig mit der gesprochen, ne? Ja. Käferbefall. Nein! Oh, nö. Ich hasse das. Ist das... Weißt du? Ich hasse es wirklich. Entspannen hier hingehen? Hä? Mhm. Ja, so. Jetzt bitte nicht die Tomaten pflanzen. Er ist jetzt Level 1 Bauer beim Käfer. Oh, sehr gut. Oh, das ist sehr gut. Oh Gott, das war's mit den Tomaten.
Naja, immerhin lernen wir jetzt, Guck mal, das hat keinen Sinn. Tomaten ernten! Ernte die Tomaten! Schnell! Ernten. Schnell ernten, schnell ernten, schnell ernten. Damit der nächste, nächste Mal nicht so schlimm ist. Wir brauchen ja noch Essen bis dahin. So. Pflanzen entfernen. Oh, jetzt hat er Hunger. Jetzt geh essen. Ja, nee, Käferbefall ist vorbei. Ja, no shit. Ach, sie braucht ein Bett, ne? Was hast du mit der gemacht? Hat er die K.O. geschlagen oder so? Ach so, jetzt haben wir bestimmt noch... Haben wir jetzt eigentlich Dingens gemacht? Nee, Stoff fehlt noch. Ja? Nadine, du bist doch bestimmt super im Weben. Geh weben. Du brauchst ja ein Bett, also streng dich mal ein bisschen an, ja? Dann müssen wir gleich mal kochen. Leben. So. Ja. Mhm. So, Oliver. Ja? Mein Oliver ist einer der wichtigsten überhaupt. Ja, ruh dich aus, Oliver. Und genug ausgeruht. Pass, Oliver, du kochst jetzt mal was. Essen kochen. Kochen am Lagerfeuer ist immer noch nicht ein Thema. Warte, mich verwirrt. Kochen am Lagerfeuer. Kochen am Lagerfeuer, hier. Ach so, jetzt. Ah. Meinen die das auch mit einem Punkt freischalten? Nicht genug Ressourcen? Jetzt bin ich verwirrt. Wir haben 120 Holz. Ah, produziere Bratapfel. Warte mal. Haben wir ja nicht mehr. Gebratene Tomate. Bum, 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 bum. Dun, 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 dun. Gegrilltes Fleisch. Bum, 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 bum. Machen wir 22. Mhm. Mach das mal bitte. Essen kochen. Los geht's. Zeig, was in dir steckt. Zack. Geil. Geil. Unfassbar. Das Einzigartige und das Unfassbare. Wir haben richtiges Essen. Oh. Nicht beeindruckt. Oh. Nadine und Mario. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Los. Tut es. Umarmen. Riskanter Witz. Reden. 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 Reden und reden. Mhm. Genau, du machst das gut so. Kartoffeln sehen geht noch nicht. Gekochtes Essen 20, meine Güte. Mhm. Mhm. Ausgut, am Boden geschlafen. Mhm. Besitz nehmen. Mach das mal bitte. Oliver hat seinen Arm beim Reden verletzt. Nein, beim... Ach so, hier. Ja, beim Pflanzen. Ja gut, man weiß ja nie, ne? Okay, so, pass auf. Guck mal, eine Laterne. Können wir sogar machen. Bumm. Dekoration. Wir müssen jetzt mal hier weitermachen. Wir können ja jetzt... Wir können doch jetzt mal... Säulen gibt's auch. Oh, ist das hier zum Training? Dann, warum kostet das alles denn... Warum kostet das denn alles? Gibt ja auch Fallen. Soll ich da etwa... Soll ich da so... so komische Fallen bauen? So Schächte? So Gänge, wo die durchlaufen müssen? Das finde ich immer so ein bisschen banal. Das nimmst du mal so ein bisschen die, Entschuldigung, es ist spät. Es ist spät, es ist spät. Warte mal. Ich will nicht die ganze schnell laufen lassen. Böden. Hier, einfacher Fußweg. Der einfache Fußweg ist immer noch der beste. Der einfache Fußweg. Der einfache Fußweg. So. Okay, ich glaube, so langsam mal sicher. Ja, du sollst doch nicht daran arbeiten. Okay.
Okay. Aber nur ein Siedler. Das Volk des Meeres. Drei gegrilltes Fleisch, drei Baumwolle. Ja, bitteschön. Oh, die Penner, ne? Direkt mein Fleisch im... Gut, die wissen, was wir haben. Und nehmen mir direkt das Wichtigste weg. Du musst das hier weitermachen. Beziehung, Kumpel. Naja, gut. Über Essen reden, umarmen. Erschlagen, nein. Beeindrucken. Alle toten Pflanzen entfernen. Geht doch. Yep. Komm, mach das jetzt mal. Genau. Unterhaltet euch. Los. Amore, ihr habt nicht viele Tage Zeit. Mhm. Obwohl es ja schon einige Tage sind. Mhm. Yep. Wo stehen die denn in ihrer Beziehung? Das will ich jetzt mal irgendwo... Höhere Stufe 288. Achso, es dauert. Mhm. Okay. Ja. Geht ihr doch mal reden. Guck mal, ist er jetzt eifersüchtig? Hat er jetzt Kräuter gegessen? Vermutlich. Ich könnte doch hier so einen überdachten Pavillon hinmachen oder so. Oder eigentlich müssen wir die Tische hier reinstellen und hier soll gegessen werden. Beziehung Kumpel, sehr schön. Ja. Oliver, was ist eigentlich los? Gut, du musst eigentlich mal schlafen gehen. Mhm. Okay, dann müssen wir noch warten, bevor das wieder geht. Oh, ist so cool, ich bin gespannt. Wann können wir das denn machen? Äpfelbäume, warte mal, ich will das jetzt nochmal hier gucken. Also, das ist unser Oliver, das ist der Bergbauer. Da würden wir gerne mal auf Grundlagen, kann Stein und Kristall abbauen. Was können wir denn machen? Schneidern, Meisterkleidung. Kochen am Lagerfeuer, warte mal, sie. Puh, er ist Bergarbeiter, Eisenbergbau. Meisterkleidung. Kann Kleidung für Meisterbergarbeiter tragen. Aber haben wir alles gar nicht. Warte mal, war da nicht irgendwas? Naja, auch egal. Yep. Oliver pennt noch, aber seine Stimmung ist halt scheiße. Lass mir mal lieber pennen. Aber er soll halt mal auch mit dem Tomatenzeug auch mal weitermachen hier. Na, wir haben halt so viele Arbeiter. So, und der Mario? Mhm. Hat eine scheiß Stimmung, aber warum? Am Verhungern. Okay, das ist natürlich blöd. Wo ist denn unser Essen? Warte mal, wo ist eigentlich unser gekochtes Essen? Warte mal. Lol. Das habe ich doch schon mal gefragt, ne? Schrank für gekochtes Essen? Wo wird das eingelagert? Da? Mhm. Mario, halt! Warte mal, jetzt bin ich wirklich verwirrt. Geh erstmal rohes Essen essen. Der ist K.O.! Er ist ohnmächtig, mhm. Warte mal. Trag ihn mal schnell ins Bett. Nein, jetzt stirbt er. Mhm. Essen geben. So, jetzt schnell. Lol, ich habe ihn, glaube ich, zu lange irgendwie Sachen machen lassen. Ich muss jetzt mal gerade gucken. Korb für rohes Essen. Regal für Essen vom Lagerfeuer. Essen vom Lagerfeuer, wie das duftet. Nach Salz. Siehst du gut? Nadine, das machst du. Nadine, aufhören zu schlafen. Yep. Sehr gut, sehr gut. Okay.
Also ist es Bombenhaus, wo wir Essensdinger hin tun und so. Sehr gut, sehr gut. Eigentlich muss der Tisch hier rein, aber hier ist nicht mehr so viel Platz. Ja. Mahlzeit am Lagerfeuer essen. Komm, das schaffst du. Tu dir mal was Gutes. Ja, ja, eigentlich muss das Regal hier rein. Aber egal. Es ist immer egal. Das müssen wir noch besser machen. Es müssen sich erstmal alle erhöhen. Müdigkeit. Erhöhen? Erholen? Komm, geh mal schlafen. Ja. Nadine. Hat das immer noch nicht mehr Sitz genommen? Doch, jetzt aber. Erwartungen erfüllt. Sehr gut. Fauler Tag. Ja, ich lasse die lieber mal alle selbst machen. Keine Stimmung, Müdigkeit. Es wird. Es wird. Ich glaube, wenig ein wichtiges Eigentum. Oh, das ist sein Eigentum. Webstuhl der Kolonie ist aber nicht dein Eigentum. Brauche Kristallforschung. Ja, aber ich will ja eigentlich Bewässerung. Achso, Kristalle für die Forschung. Yep. Mario. Na, ja gut. Können wir eigentlich mal machen. Sammle Kristalle, aber mach halt, was du willst. Gut, er hat das Ding noch. Ja. 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 Yes. Yes, my lord. Also es läuft, es läuft. Ja, so langsam aber sicher. Müssen wir noch mit Mario drüber quatschen hier. Wie es mit der nächsten Stufe aussieht. Yep. Ja. Aber Mario ist halt angepisst. Yep. Yep. Nein, ihr müsst euch lieben. Beziehung Kumpel. Komm, das ist nicht weit. Die Grenze ist sehr dünn. Essen gibt's genug, Oliver. Jetzt können wir eigentlich mal alle... Ach, ist egal. Gibt nie genug Essen. Es vergammelt auch nicht, oder? Okay, komm, wir gucken mal. Wir brauchen jetzt mal einen Ort zum Essen. Mit einem Lagerfeuer in der Mitte und so. Das wäre doch cool, oder? Dann machen wir hier Produktion und geessend wird hier. Machen das weg. Wir machen es schon mal ein bisschen größer für später. Türen kommen dann auch noch gleich rein. Machen wir es jetzt. Hier eine Tür, hier eine Tür. Ja, könnt ihr von allen Seiten immer essen kommen. Zeit sparen, aber machen wir so. Und dann, sollen wir das mal bauen. Guck mal, das macht direkt den nächsten Stockwerk. Ist cool, ne? Guck mal, der Schuppen hier. Den müssen wir auch mal abreißen. Yep. Okay, das ist gesperrt. Beeindruckt. Oh, es wird... Die Zeit läuft, die Zeit läuft! 19,8 Tage. Kinder der Natur. Ja, hier, bitte sehr. Oh, ich will ja nicht... Mann, ey. Na gut, Leute, ich muss hier leider aufhören. Es wird spannend, ja? Ich werde wahrscheinlich nicht mehr so oft schnell laufen lassen können, wenn wir jetzt mehr Bürger sind. Das ist aber immer so, ja? Also, liebe Leute, wir sehen uns nächste Folge wieder bei Founders Fortune. Haut rein. Ich wünsche euch was. Adios.